So, da sind wir wieder zurück zu Harry Potter und diesmal mit der nächsten Flugstunde. Verdammte Scheiße! Mann, du bist echt ein gut im Fluchen. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los. Bitte hilf mir! Was los? Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Er hat nur bitte hilf mir gesagt. Du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinner mich zurück. Was ist das? Ich habe vorhin nicht zugehört, als es mir erklärt hat. Ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Das wird nicht funktionieren. Die sind alle ganz zweidimensional. Da wird das runterrollen. Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Ach, dich kriegen wir doch locker. Wirf Malfoy von seinem Besen. Ich weiß ja nicht mehr, wie man rammt. Gib mir Neville's Erinner-mich zurück, Malfoy. Du willst das Erinner-mich zurück? Dann hol es dir doch. Ja. Du solltest immer schön nach meinen Klatschern Ausschau halten. Ach ja, scheiße. Lass mal richtig Gas geben hier. Los! Oh. Du kannst aber schön lachen. Oh oh. Ja, wir haben ja immerhin schon fast unten. Ich weiß gar nicht, schaffen wir es, den Parcours gar nicht zu beenden? Ich weiß nicht, beim ersten Versuch damals sind wir, glaube ich, fünfmal rumgeflogen. Die Sprungtaste, ich habe ihn doch bisher einfach so gerammt. Ich kann ihn gerade, irgendwie nicht steuern, möchte ich anmerken. Wow, was war das denn? Hallo. Ja, danke für den Hinweis. Ich hab ihn Wie konnte ich ihn jetzt gerade rammen? Du hast meinen Besen kaputt gemacht, Potter. Du fliegst doch immer noch, sei froh. Dafür wirst du noch bezahlen. Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht. Wie schlecht das gerade war, WTF. Ramm ihn. Er ist zwar komplett weit weg, aber ich drück einfach mal Leertaste. Peng. Hätte ich doch noch in der letzten Aufnahme machen können. Verdammt. Du hast meine Erinnerung mich zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Komm her, Trevor. Komm zurück. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums zur Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Es gibt da sogar Schnecken, die Kröten verspeisen. Beeil dich lieber. Harry, und selbst wenn, ist es eine Kröte. Ich bin Professor McGonagall. Stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Kannst du mich wenigstens sehen? Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Du kannst Leute vom Besen schubsen. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Wir sehen uns dann später. Entschuldigt fürs kleine Gehen, konnte ich gerade nicht unterdrücken. Ist 1 Uhr morgens, geht eigentlich noch, aber... Und sie ist einfach weg. So, wir sollen Hagrid besuchen. Praktischerweise sind alle Aufgaben direkt hier in der Nähe. Dieses Quidditch-Spielen übrigens war ja offenbar sehr beliebt damals. Als das Spiel hier rauskam, jedenfalls gab es dann tatsächlich ein Spiel namens Quidditch-Weltmeisterschaft. Extra. Und wir laufen erstmal zu Hagrid, der natürlich jedes Mal durch diesen hohen Baum läuft. Und über diesen Baum da vorne klettert. Ja, roll später aus, ne? Was ist mit dem Baum los? Okay, versuch den Sound einfach zu ignorieren, ne? Kann ich leider gerade nicht ändern. Das Spiel scheint irgendwie ein bisschen verbuggt zu sein auf der Version hier. Das ist, sowas gab es bei uns damals eigentlich nicht. Schon ein bisschen seltsam. Da treffen wir nicht, weil der Zauber einfach abprallt. Genauso. Das kriegen wir wahrscheinlich einfach zwangsweise Schaden. Wir haben Glück gehabt. So viel dazu.
Lauf, lauf, lauf. Boah, dieses Grollen von dem Baum die ganze Zeit ist ja richtig todnervend. Ach ja, wir müssen hier... Obwohl, wir können es zwar leicht verhindern. Das hängt davon ab, ob wir den Sprung da schaffen. Nein. Okay, und dann ist keine Bohne mehr. Man muss ja wenigstens nachgucken. Oh Gott, dieses Geräusch. Ich bin froh, wenn wir hier weg sind. Da, 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 da. Scheiß Dubstep, ey. Boom, 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 boom. Eigentlich ist für Dubstep nicht schnell genug. Na, egal, ich habe eh keine Ahnung von Dubstep. Vielleicht wird es auch für Dubstep schon reichen. Keine Ahnung. Also die Bäume sind einfach wunderhübsch, oder? Ach komm, scheiß auf die Schnecken. Wir hauen einfach in eins durch. Huppala. Ja, auch die Brandspur, da ist nicht so cool für uns. Na komm. Ja, danke für den Hinweis, dass wir auf die Pendo drauf zaubern sollen. Der Spieler wird gehalten, ist irgendwie für doof. Ja, toll, danke schön. Ich kann sagen, aber noch eine. Und irgendwie wohl noch eine, die jetzt irgendwie weg ist. Mir soll es recht sein. Ach ja. Eine Doxy. Was für ein schöner Himmel. Immer schönes Wetter hier. Wahrscheinlich, weil einfach schlechtes Wetter zu schwer zu animieren gewesen wäre. Kann ich aber nicht verübeln. Ich meine, ich könnte das auch nicht. Ha! Wenn es aber danach ginge, dann gäbe es das ganze Spiel nicht. Weil ich könnte so ein Spiel überhaupt nicht programmieren. Ha! Es geht dabei auch nicht nur um Programmieren, es geht ja im Allgemeinen um noch viel mehr. Allein Grafikdesign etc. 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 Das könnte ich alles nicht, obwohl Grafikdesign vielleicht sogar in einem gewissen Maß schon. So Konzeptzeichnung erstellen könnte ich schon. So ein Strichmännchen ist ein Harry und Malfoy ist dann ein Strichmännchen mit einem kaputten Besen in der Hand und Hagrid ist einfach ein Strichmännchen, der aus ein paar Strichen mehr bestehen muss, die wahrscheinlich so eine Art Kreis bilden, weil er ja so dick ist. Ha! Incendio, Incendio, Incendio. So, da ist wieder der Holzstamm vom Anfang. Über den wir jetzt auch wieder rüberklettern. Oh, ich wollte... Oh, 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 oh. Na, 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 na. Ja, ich glaube, das Spiel haben wir schon halb durch inzwischen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß leider echt nicht mehr, wie weit es noch geht. Das war jetzt eigentlich schon fast so ziemlich das Letzte, woran ich mich noch erinnern konnte, dass man irgendwie noch hier zu Hagrid kommt und so, aber... Viel mehr war das auch nie. Ah, erstmal in Sicherheit gehen. Ist das schon Hagrids Hütte? Tatsache. Hoppla, falsche Richtung. Tut mir leid, Schnecke. Nein, da läuft nicht Hermine rum, die ich als Schnecke bezeichnet habe. Ich meinte diese Feuerschnecke da. Ha, ha, ha. Okay. Bohnen, 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 Bohnen. Inzwischen könnten wir uns einfach mal 10 Bildkarten von den Weasley-Brüdern leisten, wenn sie uns denn welche anbieten würden. Aber leider passiert das ja nicht. Aber hey, die 52 Bohnen, die wir für die letzte Karte bräuchten, hätten wir da tatsächlich. Das Dumme daran ist nur, naja, wir haben nicht alle Bildkarten. Man sollte meinen, hier wäre irgendwas, aber irgendwie nicht. Man kann nicht mal ertrinken in dem Spiel. Ich finde es schon heftig, dass man in einem Spiel das ab... Wie viel die Anfang geben muss? Steht gar nicht drauf. Kein FSK. Interessant. Ist ab 0 freigegeben und man darf sterben. Naja, immer noch besser, als wenn man irgendwie runterspringt und man plötzlich fliegen kann, weil dann denken die kleinen Kinder noch am Ende, man kann ja wirklich runterspringen. Meine Güte, ist das laut hier.
Ah, jetzt kommst du dich mal richtig schön schräg nach oben. Ja. Das ist gut. Das ist sehr guter Stoff. Ja. Das werde ich auf jeden Fall als Screenshot nehmen. Bleibt nur noch die Frage, wo ich hätte abbiegen müssen, damit wir bei den Venemosa Tentacula oder so rausgekommen wären. Weil da gab es doch eben noch diese Brücke mit Bohnen. Ach, da oben vielleicht. Ja, aber so hoch kann er doch gar nicht springen. Wäre mir jedenfalls neu. So. Ah, aber vielleicht hier? Incendio. Incendio. Eigentlich nicht, ne? Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie das ging. Man muss dafür alle Schnecken gleichzeitig lahmlegen. Woran man sich nicht alles erinnert. Also ich muss sagen, wir haben das Spiel damals, glaube ich, also mein Bruder und ich haben das beide gleichzeitig gespielt. Mein Bruder war damals 3 Jahre älter. Vielleicht hat er mit 10 einfach schon so viel gefunden. Naja. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben das auch mehrmals durchgespielt, weil wir nicht so viele Spiele hatten. Damals hat man ja ein Spiel immer noch ein bisschen länger gespielt als heutzutage. Die Jugend von heute ist nur verdorben. Aber hey, was soll's? Den haben wir immer noch nicht. Haben wir hier schon alle durchgelesen gehabt? Die ja. Hier fehlt uns der Herr hier. Goldener Schnatz. Bowman Wright, 1492 bis 1560, entwickelte den goldenen Schnatz, den wir wahrscheinlich auch noch fangen werden. Wollte gerade sagen, da war auch noch einer. Herpo der Üble, Grieche, erschuf den ersten Basilisken. Und ein Basilisken, liebe Kinder, erschafft ihr dadurch, dass ihr ein Hühnerei nehmt und es von einer Kröte ausbrüten lasst. Und ich glaube, das wird nicht wirklich funktionieren. Und wenn doch, das habt ihr nicht von mir. Und geht besser vorher außer Landes. Die Schweine sind toll. Sammle Feuersamen. Ach ja. Harry, hier drüben. Komm mal vorbei. Muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Obwohl du so hinterwäldlerisch lebst, im wahrsten Sinne des Wortes, du lebst wirklich hinter dem Wald. Und nein, in die Kiste können wir nicht reingucken. Und dass das ein Power-Trank... Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Und das ist verboten. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Hol mal ein paar frische Holzscheite. Kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Und auch da gibt es noch so eine Sache, die ich da gerne probieren möchte. Also, die ich gerne probieren wollen würde. Nämlich, ob man die Feuersamen auch einfach liegen lassen kann und dann trotzdem hier einfach weiterkommt. Das wäre interessant. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise, da kommen wir übrigens später raus, da wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Lag hier nicht eine Bohne? Nö. Enttäuschend. Kann man die Schweine anzaubern? Auch nicht. Ich laufe mal eben zum nächsten Speicherbuch, weil ich möchte jetzt auch mal eine Aufnahmepause machen.
Soll auch mal reichen, denke ich. So, 4 Folgen. Oh. Ja, genau. Wie soll ich die denn noch erwischen? Und ich dachte, ich habe noch relativ gut reagiert. Ach komm, ich wollte doch nur ein Speicherbuch haben. Na gut, dann ist die Folge ein bisschen länger mal. Neulich war meine Folge etwas kürzer, jetzt ist meine etwas länger. Ja. Wozu betäuben? Ist nur Zeitverschwendung. So? Ein paar Bohnen. Und wie mein lieber Opa immer sagte, Liebesböhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen und das ist hier offenbar Huing! Oder so ähnlich, immer wenn wir eine einsammeln. Flipendo. Da ist das Scheißding abgekratzt. Einfach so. Können wir hier hoch? Das ist bestimmt kein Geheimgang. Ach komm, er gibt mir noch ein Speicherbuch. Nochmal ein paar Bohnen, die auch einen sehr lauten Ton diesmal von sich gegeben haben. Da ist nix. Da ist ein Frosch. Ganz schön große Fackeln. Der haarige Hagrid muss hier ganz vor kurzem erst gewesen sein. Und der Wasserfall ist laut. La 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 laut. Endlich ein Speicherbuch da vorne. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dieses Zahnradrätsel da vorne lösen. Bis dahin, tschüss.